Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Kita-Rechtler-Videos. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus, hallo. Und jetzt kommt eine ganz irre Sache. Davon hat meine Kollegin noch gar keine Ahnung. Das haben wir mal im Vorfeld gerade nicht besprochen. Nämlich, wir bekamen unlängst die Frage von einem Kita-Träger. Und wir dürfen sie auch wirklich mit ausdrücklicher Erlaubnis hier in aller Öffentlichkeit besprechen. Ob es denn bei dem Vorhalten eines kleinen Terrariums mit Regenwürmern, Schnecken und zwei Eidechsen, ob es denn da irgendwelche, man da irgendwelche Sachen vorhalten muss, irgendwelche Papiere, ob das also unbedenklich, ob man da Unbedenklichkeitsbescheinigung beibringen müsse, weil jemand aus einer anderen Behörde hätte rein zufällig, gab es eine andere Form von Verständigung, hätte gesagt, tja, das sollten Sie mal direkt abklären, ob Sie das alles so in der Einrichtung hier haben dürfen, ohne dass es Ärger gibt. Und dann stellten wir uns die Frage, wir Anwälte uns die Frage, okay, bei Igeln Entwurmung, aber ein Regenwurm entwurmen, das könnte der Regenwurm unkomisch finden. Was tun? Ich meine, wir kriegen ja alle möglichen Fragen, wir finden das auch super interessant. Und jetzt bekamen wir die Frage, okay, wie sieht's, Hund ist klar, ne? So Hundeführerschein, ist der Hund gesund, beißt der Hund nicht, hat der Hund irgendwelche psychischen Ausfallerscheinungen, wenn er Kinder sieht, also da gibt's ja alles Mögliche. Aber beim Thema Regenwurm, Schnecken und Eidechsen waren wir schwer überfragt. Viele Kitas haben ja tatsächlich... Die Kollegin leitet sich das Ganze jetzt her. In Denkerpose, schwer am Nachdenken. Mal gucken. Wir haben, also um es vorwegzunehmen, wir wissen jetzt, wie wir zu einem Ergebnis kommen. Das Ergebnis auf Regenwurm, Schnecke und was war es, Eidechsen selber, ob ja oder nein, das können wir noch nicht sagen. Aber wir wissen, wie wir zur Lösung kommen. Aha. Okay, ich bin gespannt. Also, viele Träger, die ich so gesehen habe in letzter Zeit, haben Insektenhotels. Mhm. Die sind natürlich nicht in der Einrichtung, sondern nur auf dem Gelände. Mhm. Aber die Kinder gehen ran und können Viehzeugs beobachten. So. Sinn der Sache, ne? Genau. Sonst wird's ja unspannend. Im Terrarium beobachten sie auch noch. Mhm. Eigentlich greifen sie nicht rein und schnappen sich den Wurm. Wer weiß. Eigentlich, so. Und wenn sie das machen, dann können sie es genauso auch draußen machen, wenn sie auf dem Spaziergang sind oder eben auf dem Freigelände. Mhm. Da kann es genauso passieren, dass sie sich den Wurm schnappen und mal kosten. Mhm. Okay. Insofern würde ich da jetzt erstmal nichts Besonderes sehen. Aber bei Igeln sagt man auch, sollte man... Ob die entwurmt sind. Dann kommen sie halt mal, also gut, Würmer und Schnecken sind halt... Wir wollen uns ja aber mit niemandem vom Amt genau auf solche Spitzfindigkeiten einlassen. Ist ja so das Unpässliche. Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich größeres Viehzeugs tatsächlich auch irgendwie mal beim Tierarzt checken lassen. Den Blauwal. Free Willy, genau. Ob die irgendwie irgendwelche Krankheiten haben, die übertragbar sind. Mhm. Würmer und Schnecken eher nicht. Mhm. So, und dann würde ich... Keine Ahnung. Hatten wir auch nicht. Wir hatten keine Ahnung. Und was haben wir gemacht, wenn wir keine Ahnung haben? Wir haben angerufen bei einem Veterinäramt. Wir sagen nicht, bei welchem Fall, ne? Einfach so. Und da kam der ganz schlaue Tipp. Wenn Sie Tiere in der... Also, wir haben uns als Kita-Träger ausgegeben, die beabsichtigt haben, dass wir... Ne, was denn? Wenn da ein Anwalt anruft, dann will doch keiner mit uns reden, was ich auch verstehen kann. Ne, haben die vielleicht schlechte Erfahrungen mitgemacht? Also haben wir gesagt, wie sieht's aus? Wir sind ein Kita-Träger und wir beabsichtigen und überhaupt. Und dann kam die Antwort, schicken Sie zum Amtstierarzt eine kleine E-Mail. Nein! Eine E-Mail mit, was für Viecher sind das, was für Tiere sind das, und dann wird der Amtstierarzt schon sagen, sie brauchen das, das, das oder das. Mhm. Und das ist doch mal ein cooler Move. Das heißt, also wer sich als Einrichtung möglichen Ärger, ob das da überhaupt am Ende Ärger gibt, das, ne, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Veterinäramt kommt und sich die Küche anguckt und sagt, die Küche ist schon nicht so dolle. Und was ist denn das da in der Ecke? Da wächst ja nicht in der Küche, sondern in einem anderen Raum. Da gibt es ja auch noch irgendwelche Tiere. Dann könnte die Stimmung insgesamt ja vielleicht ein bisschen schlechter ausfallen. Also wer an dem Punkt, wenn es um Tiere in der Einrichtung geht, einfach ein bisschen sorgenfreier leben will, E-Mail an den Amtstierarzt, und die ist eine Behörde, die müssen einem ja auch helfen und die sollen gefälligst sagen, was sie jetzt im Zweifelsfalle gerne sehen wollen, wenn sie
bei einer unangemeldeten Kontrolle mal vorbeischauen, damit am Ende alle glücklich sind. So viel dazu. Easy peasy. Auf jeden Fall. Und vielleicht muss der Regenwurm ja doch entwurmt werden. Mal gucken. Die Stimmung könnte leicht frostig sein. In dem Sinne, ciao. Tschüss.